Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei unserem Herzog Alberic von Hochburgund, der hier gemeinsam mit seinem Kulturbotschafter steht. Das ist Almeric. Sehr ähnlichen Namen haben die beide. Sie haben ihren Reisemantel übergeworfen, denn unser Herzog hat eine Reise geplant. Er will, tatsächlich passt das an der Stelle auch ganz gut, einmal durch seine gesamten Ländereien reisen. Er reist quasi einmal von Süden nach Norden, von Leiden nach Besançon, um sich dort ja zum einen einmal seine Gebiete anzuschauen, aber zum anderen dann eben vor allem, das ist das Ziel der Reise, diese besonderen Blumenwiesen in Besançon anzuschauen. Er ist ein sehr gebildeter Charakter. Er wird sich vielleicht auch ein wenig dann mit der Natur und mit bestimmten Gesetzen, Pflanzen in der Natur, Gewächsen, wollte ich sagen, nicht Gesetzen, auseinandersetzen, wird die vielleicht auch ein wenig studieren, wird vielleicht Zeichnungen anfärben, anfertigen oder auch ja, kleinere Untersuchungen machen, wird vielleicht einige Blumen auch sammeln und trocknen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihn das interessiert, und da er eben ein auch gebildeter Mann ist, nimmt er eben diesen Kulturbotschafter mit, um dann auch bei der Durchreise hier durch seine Ländereien vielleicht auch ein wenig Wissen und auch die Kultur des Okzitanischen zu fördern. Also das ist jetzt die Reise, die hier als nächstes ansteht. Tatsächlich befinden wir uns auch noch relativ am Beginn der Reise, und alle Vorbereitungen sind aber getroffen, und von daher kann die Reise auch beginnen und die Reisegruppe losmarschieren. Es ist Zeit, die Reise nach Besançon für die Blumenbesichtigung zu beginnen. Ich bin mir sicher, dass sich die Kopfschmerzen und der Aufwand, die mit der Organisation dieser Reise verbunden sind, am Ende lohnen werden, wenn wir unser Ziel erreichen. Oder zumindest muss ich hoffen, dass dies der Fall ist, denn sonst gibt es diesen ganzen Stress bei der Reisevorbereitung. Sonst wäre das alles umsonst gewesen. Ja, es ist nun schon so, dass er auch ein ruhiger Charakter ist. Er hat deswegen auch keine allzu große Reisebegleitung oder keine allzu große Reisegruppe zusammengestellt. Und natürlich als ruhiger Charakter widerstrebt ihm natürlich so ein bisschen dieser ganze Trubel und das Ganze, was mit so einer Reise zusammenhängt. Aber unter bestimmten Bedingungen und auch zu bestimmten Zielen wird er Reisen natürlich dennoch auch antreten. Wir machen uns diese Probleme aus gutem Grund. Ganz genau, so sieht es aus. Und dann wird losmarschiert, einmal durch Leiden, durch Bresse, durch Dole und dann bis nach Besançon, wo wir dann uns diese Blumenwiesen anschauen werden, in der Hoffnung, dass dann Ende April auch entsprechende Blumen schon blühen. So. In 16 Tagen beginnt dann die Besichtigung. Können wir noch etwas anderes tun, als die Blumen bewundern? Ich dachte, wir könnten sie vielleicht studieren, aber das ist nicht der Fall. Dann schauen wir mal, was dabei herumkommt. Heute habe ich mir die Zeit genommen, die Frühlingswiesen von Besançon zu besuchen, die für die Schönheit ihrer Blumen berühmt sind. Ich bin nicht enttäuscht. Von einem Ende des Horizonts zum anderen gibt es Hunderte, wenn nicht tausende kleiner, hübscher Wildblumen, jede in ihrem eigenen einzigartigen Farbton. Wenn all diese Blumen so zusammen sind, sehen sie, wenn der Wind auch nur leicht weht, wie ein beweglicher Wandteppich aus, der von Gott hätte gewebt werden können. Ich sitze auf dem Boden auf einem Hügel und blicke voller Staunen über die majestätische Schönheit der Natur vor mir. Ach schön, das muss ein ganz besonders schöner Ort sein, den Alberic hier gefunden hat. Einfach erstaunlich. Okay, jetzt könnten wir ein wenig, oder beziehungsweise wir sehen schon, wir haben 10 Frömmigkeit bekommen und ganze 6 Anspannung verloren. Na, immerhin. Und damit wird diese Besichtigung auch schon abgeschlossen. Sehr gut. Und wir machen uns auf den Heimweg und reisen zurück. Sehr gut. Ist doch eine gute und auch eher ereignislose Reise gewesen, was Alberic, glaube ich, ganz entgegenkommt. Endlich bin ich wieder zu Hause. Es gibt nichts Schöneres, als nach einer langen Reise wieder in Leiden anzukommen. Ich freue mich darauf, mich eine Zeit lang auszuruhen, doch der Ruf der Straße verklingt nie. 7 Baronien haben wir durchquert.
Und unser Kulturbotschafter hatte die Möglichkeit, die Akzeptanz für unsere okzitanische Kultur zu erhöhen. Sehr schön. Ja, aber ruhig wie er ist, ist er froh, auch wieder zu Hause zu sein und sich dementsprechend auch wieder mit ruhigeren Sachen auseinanderzusetzen. Ich denke, was er aber als nächstes dann doch auch tun wird, denn ich glaube, es gehört sich einfach und ist zwingend notwendig, eine Reise zum Kaiser, um ihm entsprechend zu huldigen. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass er vielleicht seine Huldigungsreise, dann auch wenn er schon vor Ort ist, mit einer Petition auch an den Lehnsherrn verbindet und vielleicht den Kaiser fragt oder in seiner Petition anfragt zumindest, ob er nicht bereit ist, ein Stadtbesitztum hier in Besançon wahrscheinlich oder zumindest in einer unserer Grafschaften zu finanzieren, das, ja, wie gesagt, aufgrund hier dieser Kulturtradition des Stadtstolzes sicherlich eine, sag mal, angemessene Bitte. Ich frage mich nur, ob nicht das Jahr vielleicht schon zu weit fortgeschritten ist. Vielleicht ist das auch eine Aufgabe für das Frühjahr des nächsten Jahres. Ja, ich denke, das können wir durchaus im nächsten Jahr machen. So, und es bricht jetzt jemand nach Leiden auf, Helene. Oh, eine Tochter des Kaisers. Offensichtlich soll sie unser Mündel werden. Und schaut mal, wie viel Geld er gerade hat. 13 verdient er auch im Monat. Daher sollte er doch genug Geld haben, um bei uns eine Stadt zu finanzieren. Schauen wir mal. Aber der Herbst bricht schon hinein und dementsprechend der Winter nicht die beste Zeit, um jetzt auf eine Reise zu gehen. So, in der Nachbarschaft bricht derweil ein Krieg aus. Den schauen wir uns natürlich an, da er in der Nachbarschaft ist. Graf Guillaume greift seinen Herzog an. Herzog Eustache von Burgund, ein Tyranneikrieg. Hat er da irgendwelche Chancen? In der Tat. Hätte er durchaus. Er hat keine weiteren Verbündeten. Und sein Haupterbe, ja auch interessant, es ist sogar ein anderes Haus. Er hat keinen eigenen Sohn, ist ja nicht einmal verheiratet. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig, die Verbindung herzustellen. Ist das der Sohn seines Bruders? Nein, auch nicht. Schauen wir mal auf seinen Titel. Sohn von Graf Guillaume. Von irgendeines Grafen hier. Beaumont, wo ist denn Beaumont? Hier! Okay, das ist ja interessant. Der Bruder des Königs. Und damit ist das entsprechend ein Neffe des Königs, der hier erben würde. In welcher Verbindung er jetzt hier zum Herzog von Burgund steht, konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht herausfinden. Vielleicht ist euch das klar, schreibt es dann gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall wäre es dann durchaus interessant, weil ja dann das Haus hier auch diese Titel und Länderei verlieren würde. So, und Helene ist jetzt angekommen, die junge Tochter des Kaisers. Ja, umso wichtiger, denke ich, jetzt dann mal zum Kaiser auch zu reisen und vielleicht, naja, ein Stück weit auch als Gegenleistung, ich will jetzt nicht sagen zu verlangen, dass er bei uns eine Stadt finanziert, aber schauen wir mal. Sobald sie sich eingelebt hat, beginnt der Unterricht hervorragend. Die junge Helene, oh, noch sehr, sehr jung, sehr gut, ist jetzt bei uns als Mündel bei uns am Hofe. So, hier wird schon einmal belagert. Hier müssen sich erstmal die Gegner zusammenfinden. Und zuallererst findet hier ein kleiner Belagerungswettlauf statt. Na, aber ganz klar ist es auch noch nicht. Kommt dann schon darauf an, wie sie die Schlachten gestalten. So, und unsere Gattin bringt sich hervor. Mein Herr, mir ist zu Ohren gekommen, dass es eine einmalige Gelegenheit gibt, in Leiden zu investieren.
Auch interessant, sie ist jetzt gar nicht die größte Verwalterin. Meine Ehepartnerin Gudina beschreibt mir die Einzelheiten dieses Geschäfts und es sieht für Vaso aus, als ob es Leiden enorm helfen könnte, so es denn erfolgreich ist. Okay. Erfolgreiche Geschäftsvorhaben. Wir können es den Bewohnern überlassen. Wir würden wir Kontrolle bekommen. Wir haben da, glaube ich, volle Kontrolle. Dieses Gerede über örtliche Angelegenheiten ist unter meiner Würde. Nein, also er ist jetzt zumindest ein durchschnittlicher Verwalter und ja durchaus auch klug, dementsprechend auch interessiert, denke ich, sich mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen. Gescheiterte Geschäftsvorhaben würde dann den Kontrollzuwachs reduzieren. Die Grafschaft durchlebt nach einigen unglücklich geendeten Geschäftsvorhaben eine Phase der Instabilität. Okay, naja, wir werden mal schauen. Oh, und das Geschäft misslingt aber tatsächlich. Ach, wie unangenehm. Schauen wir uns dann Leiden mal an. Okay, die Kontrolle bleibt bei 100%. Allerdings ist der Kontrollzuwachs reduziert. Das heißt, würden wir hier Kontrolle verlieren, dann wäre es schwieriger, die zurückzugewinnen, aber aktuell besteht da, glaube ich, keine Gefahr, Kontrolle da im größeren Maße zu verlieren. Wir könnten aber mal schauen in dem Zusammenhang in Dole. Liegt sie mittlerweile wieder bei 68 und in Besançon tatsächlich bei 79. Da war ja die Kontrolle etwas reduziert aufgrund der Eroberung unseres Vaters. So, der Winter neigt sich so ganz langsam dem Ende. Und da würde ich sagen, so spätestens im April ist sicherlich eine gute Zeit, die Reisen zu planen. Aber zuallererst gelingen unserem Sohn die ersten Schritte. Sehr schön. Ein großer Schritt für ein Kind, ein kleiner Schritt für einen Herrscher. Was kann er denn noch? Oder dafür habe ich keine Zeit. Nein. Wir freuen uns darüber, dass er die ersten Schritte tut. Aber wie gesagt, jetzt im April, denke ich, der richtige Zeitraum, um hier unsere Huldigungsreise zu planen. Wir werden kein Gefallen versprechen, kein Geschenk überbringen. Nein, wir werden einfach unsere Unterwerfung zeigen und dementsprechend die Reise planen und ja, die Route sieht wieder sehr, sehr gut aus. Da brauchen wir nichts anpassen. Unser Reisemarschall ist dabei. Wir werden natürlich auch hier wieder einen Kulturbotschafter dann mitnehmen und brauchen, glaube ich, nicht länger zögern. Haben diesmal Gausbert angeworben. Er wird uns diesmal begleiten und machen uns jetzt auf den Weg nach. Wir sind hier immer noch in Marburg. Ja, hat sich hier derweil noch etwas ergeben? Na ja gut, wir könnten theoretisch immer noch den Dauphin und so weiter angreifen. Ich glaube, auch hier geht es um einen Anspruch, den wir durchsetzen könnten. Wo ist er denn? Hier. Es wäre gut, wenn das irgendwie noch anders markiert werden würde. Aber das ist völlig abwegig aus meiner Sicht. Werden wir nicht tun, ansonsten hat sich hier nichts weiter ergeben. Gut, dann werden wir uns jetzt hier auf die Reise begeben und ja, ich kann es kaum erwarten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er ist am Ende für ihn ja doch mit einem erheblichen Aufwand auch verbunden. Sehr interessant, unsere Mutter. Sie ist jetzt zunächst unsere Regentin. Ja, kann sie das jetzt mal tun? Mal schauen, ob vielleicht bei der nächsten Reise dort auch jemand anders eingesetzt wird. Und es gibt eine Sprachbarriere. Unser Reisemarschall hat Probleme in diesen fremden Ländern. Kaum mal das Haus verlassen. Er kann kein Französisch. Offensichtlich. Kulturdeutsch. Naja, wir sprechen die Sprache, von daher alles gut. Sprechen wir denn auch Hochdeutsch? Oh nein! Oh, wir sprechen kein Hochdeutsch. Ah, das ist natürlich eine Gefahr. Das ist natürlich eine Gefahr am Hofe. Oh, das werden wir fürchte ich auch so schnell nicht mehr lernen. Können wir vielleicht auf unserer Reise,
Das ist natürlich eine Gefahr, dass wir uns hier irgendwie blamieren. Französisch-Fränkisch, die kleine Helene Schwäbisch. Spracherwerb, was spricht sie denn? Hochdeutsch. Ja, wir könnten es von unserer Mutter lernen. Das werden wir nochmal versuchen. Ach, das werden wir bis dahin nicht schaffen, aber vielleicht lernen wir genug Brocken. Ich meine, man kann Reisen, glaube ich, auch abbrechen, ne? Wir können nach Hause zurückkehren. Ja, aber würde er das tun? Würde er das tun? Nach Hause zurückkehren und erst wieder losmarschieren, wenn er auch Hochdeutsch spricht? Oder ist ihm das dann doch zu viel Aufwand? Ich glaube tatsächlich, ihm ist das den Aufwand wert. Denn sein ruhiger Charakter würde für mich bedeuten, dass er auf jeden Fall kein Trubel hier auslösen will in Marburg, wenn er hier an den Hof marschiert und dann, ja, dort sich irgendwie blamiert, alle Augen auf ihn gerichtet sind, wenn er dann irgendwie das nicht schafft, seine Schwüre vernünftig in Hochdeutsch rüberzubringen und auszudrücken. Nee, ich glaube tatsächlich, das ist für ihn Aufwand genug, diese Reise abzubrechen, nach Hause zurückzukehren und diese Reise erst wieder anzutreten, wenn er Hochdeutsch gelernt hat. Interessanterweise kriegen wir unser Prestige wieder auch schön. Während ich meine Reise durch Lons de Saunier fortsetze, komme ich an einem sonderbar aussehenden Zelt vorbei. Der Eingang ist hochgekrempelt. Ist da wieder irgendein Wahrsager? Ganz offensichtlich. Würden wir hier für eine Wahrsagung bezahlen? Nein. Ich glaube, daran ist Alberic nicht interessiert. So, wir haben einen Bildungsvorzug. Sehr schön. Geplante Kultivierung. Mehr Entwicklung in Gemeinden. Sehr schön. Beziehungsweise, ich glaube, dass das hier im Rat dann hier die Aufgabe, die aktuell unser Bürgermeister mit der Entwicklung, dass das dadurch beschleunigt wird. So, wir sind wieder nach Hause zurückgekehrt. Ja, etwas ärgerlich. Die Regentschaft ist damit auch beendet. Ich denke, wir wollen aber diesen Sommer nicht ohne. Also wir lernen jetzt die Sprache. Das wird auch tatsächlich ungefähr 3 Jahre in Anspruch nehmen. Dennoch wollen wir diesen Sommer nicht unbeschäftigt verbringen. Und von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass er eine andere Reise antritt oder vielleicht die Zeit nutzt für einen Universitätsbesuch. Vielleicht auch dort das Ganze stützt und nutzt. Vielleicht das Hochdeutsch auch an einer Universität lernt. Ich würde sagen, warum nicht? Sehr, sehr viel Geld, was wir dafür ausgeben und bezahlen müssten, aber das ist es ihm, denke ich, wert. Also verbringt ein Semester an einem renommierten Lehrinstitut und lernt von den klügsten Köpfen des Landes. Dies bietet die Gelegenheit, Lücken in eurer jugendlichen Ausbildung zu schließen, aber auch sich rundum zu verbessern. Sehr schön. Wir gucken mal und werden mal einen Besuch planen. Oh. So viel dazu. Es ist überhaupt gar nicht möglich. Wir können einen Universitätsbesuch nur in Provinzen mit einem großen religiösen Zentrum oder einer Universität beginnen. Okay, wir könnten in den Vatikan reisen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Boah, aber hier stand doch, es ist auf der Kirche markiert. Gibt's. Gut markiert ist es nicht, wenn dem so ist. Da muss man ja eigentlich raten. Oder können wir das anderweitig noch herausfinden? Wir schauen mal nach. Wir können uns jedoch auch Entwicklung anzeigen lassen.
Und wenn wir uns dann zum Beispiel mal Paris anschauen, das ist jetzt kein, naja, da gibt es jetzt nichts Besonderes. Es gibt, glaube ich, nur wenige ausgewählte Orte, wo man auch eine Universität oder so etwas auch gründen könnte. Und ich weiß gar nicht, ob das zu der Zeit hier 1123 schon der Fall ist. Auch Gebetshallen. Der anderen Seite ist hier vieles natürlich auch eher abwegig. Cordoba wäre sicherlich noch ein Ort mit einem religiösen Zentrum. Ja, die große Moschee, aber da die auch aktuell unter ja, islamischer oder muslimischer Herrschaft ist, sicherlich völlig abwegig dahin zu reisen. Hier in der Lombardei ist aber eher. Ich will jetzt nicht sagen Zufall. In Venedig gibt es den Dogenpalast. Das wäre vielleicht interessant, wenn es die Möglichkeit gibt. Okay, wir schauen mal, ob er nach Venedig reisen kann. Wenn das nicht geht, dann schaut mal, Leiden sticht auch so ein klein wenig hervor. Interessant. Dann denke ich, macht er sich auf den Weg nach Rom. Byzanz wäre natürlich auch immer eine Möglichkeit. Aber das wiederum ist eine sehr, sehr weite und aufwendige Reise, die ihm, glaube ich, ein wenig zu aufwendig ist. Dann schauen wir nochmal. Nehmen wir den Universitätsbesuch. Schauen dann mal, ob wir die Möglichkeit haben. Nee, nach Venedig können wir nicht. Dann werden wir, na, wo war es jetzt? In die Vatikanstadt reisen. So, es gibt hier kleinere Gefahren. Wurden die uns noch irgendwo markiert? Gibt es einen Grund, die Route anzupassen? Ja, man könnte, glaube ich, hier unten noch entlang. Es ist, glaube ich, mehr das Gebirge, was Gefahren. Da sind die Berge, die hier primär Gefahr darstellen. Ja, ich glaube, bei der Reise über die Alpen ist es auf jeden Fall nicht falsch, einen Bergsteiger mitzunehmen. Damit haben wir die Gefahren eigentlich auch reduziert. So, was ist das Ziel? Veganter Lebenswandel. Wir wollen das Studentenleben innerhalb und außerhalb der Mauern der Universität kennenlernen. Nein, wir wollen hart lernen. Oh, 178. Schon ganz schön teuer. Wie kommen wir denn auf diese Gesamtkosten? Oh, 105 sind schon die Grundkosten. Wir können hier weniger, wir können nur mit Pergamentfetzen arbeiten, Bücher und Notizen oder Bibliothek des Wissens. Dann können wir uns diese Reise aber nicht leisten. Nein, ich denke, er ist durchaus bereit, für diese Reise sehr viel Geld auszugeben. Ich meine, mit seinem Lebenswandel und seinem Bildungsschwerpunkt ist er durchaus auch wissbegierig, dementsprechend bereit und wir werden diese Reise so planen. Diesmal schließt sich uns Franchet an als Bergsteiger. Gut, dann werden wir jetzt unterwegs. Nee, er ist unser Bergsteiger. Macau, Experte für unwegsames Gelände. Nee, das war unser Kulturbotschafter, der andere. Sehr gut. Dann werden wir uns jetzt hier auf die Reise machen. Das Hochdeutsch lernen. Und uns auf den Weg nach Rom machen. Sehr schön. So, hier möchte ich jetzt nochmal jemanden Geiseln austauschen. Wieder geht es um Gaston, die Herzogin von Oberlothringen. Nein, wir werden unseren weiterhin einzigen Sohn nicht irgendwo hinschicken. Wir haben irgendwie. Na gut, wobei. Sie wäre schon. Boah, schau dir mal, wie viele Grafschaften sie auch selber besitzt. Wen würde sie uns denn schicken? Diesen Liudolf. Ja, aber unser einziger, weiterhin einziger Sohn ist ja deutlich mehr wert. Wir werden auch das ablehnen. Ach, sehr schön. Und Franchet hat hier die
Kulturakzeptanz erhöht. Sehr schön. Ist dort erfolgreich gewesen. Das Beste eines Architekten. Thomas de Flotte ist tief in Gedanken versunken, als unser Gefolge die Steinbrücke von Susa betritt. Er ist über einen großen, grob gehauenen Holztisch gebeugt, vertieft darin, etwas auf einer Schriftrolle zu zeichnen. Ich lehne mich über seine Schulter, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Herr, ich hatte euch gar nicht bemerkt, verzeiht bitte. Ich erkundige mich, was er da macht, und Thomas antwortet: Oh, ich schreibe gerade meine Gedanken zum Bau und zur Errichtung von Fundamenten auf. Ich bin ein recht guter Architekt, wisst ihr, sagt er und lächelt schüchtern. Architekt, sagt ihr, ich hätte gerne eine Zeichnung davon. Oh, wir könnten ihm die abkaufen. Oh, das wäre Burg- und Gebäudebauzeit minus 20%. Ha. Eine Schriftrolle mit einer Zeichnung, die das Wissen darüber enthält, wie bestimmte Gebäude am effizientesten gebaut werden können. Leider ist es in Anführungszeichen nur Burggebäudebauzeit und nicht zum Beispiel auch sowas wie Stadtbauzeit oder sowas. Ich glaube, also Bauzeit für Städte oder was vielleicht sogar die Kosten für den Städtebau oder so etwas reduzieren würde. Ich glaube tatsächlich, wenn das der Fall wäre, dann wäre Alberic bereit, für diese Architekturzeichnung so viel Geld auszugeben und sich darüber tatsächlich zu verschulden. Da es aber tatsächlich in Anführungszeichen nur um Burgbesitztümer geht, bin ich mir ehrlicherweise unsicher und würde tatsächlich eher glauben, dass er das dafür dann nicht bereit ist, diese Summe auszugeben und allem voran sich dafür zu verschulden. Nun gut, das ist wunderbar, macht weiter so. Gute Arbeit. Okay, und unsere Mutter beutet das Mandat aus. Nun gut, jedes Ratsmitglied gewann 10 Meinungen von uns, allerdings auch 30 von ihr. Gut, aber nicht weiter schlimm. Ist ja auch durchaus aus unserer Sicht eine ganz gute Leistung gewesen. Verlockende Früchte. Unser Weg führt uns durch die tückischen Regionen von Monferrato. Während ich nach Gefahrenausschau halte, erregt ein raschelndes Gebüsch meine Aufmerksamkeit. Könnte das ein wildes Tier sein? Als ich mich auf den Aufprall vorbereite, springt stattdessen Franchesse. Nennen wir ihn Frank, aus dem Busch und hält eine Pflanze in der Hand. Ihr habt mich erschreckt, Frank. Wie dem auch sei, lasst mich einmal sehen, was ihr da habt. Eine Art Frucht, rufe ich aus. Ja, sie sieht so lecker aus und riecht auch so. Ich frage mich, wie sie schmeckt. Vielleicht probiere ich einen kleinen Bissen, sagt er. Haltet ein, wenn sie giftig ist. Wir lassen sie ihm essen. Ich meine, da sind wir durchaus auch interessiert. Soll er sie probieren? Aha, und es stärkt Körper und Geist. Seligkeit durch eine unbekannte Pflanze. Es ist Nacht und Clara ist schon fleißig bei der Arbeit. Wer ist denn Clara? Als wir bei den Kornfeldern südlich von Piacenza ankommen, sie nutzt offenbar ein großes flaches Holzstück und einen schweren Stein, um das Getreide in raschem Tempo abzuflachen. Ich runze den Stirn, als ich die Frau bei der Arbeit beobachte und frage mich, was genau sie da macht. Sie zuckt zusammen und beginnt dann mit einer langen Tirade darüber, dass wir alle aufwachen und unseren wahren Meister kennenlernen müssten, anstatt uns hinter den falschen christlichen Lehren zu verstecken. Überrascht weiche ich ein paar Schritte zurück. Halt auf damit, Ketzerin oder, in Ordnung. Ja, ich glaube, wir wollen unsere Ruhe haben und gehen eher augenverdrehend und vielleicht stirnrunzelnd weiter. Wir wandern Parma, Mantua und sind jetzt in Modena. Ein Vergnügen fern der Heimat. Es ist nicht das erste Mal, dass ich Marcao, das ist einer unserer Höflinge, ist er nicht unser Kulturbotschafter, dabei erwische, wie er mit ein paar Blumen herumspielt, die er am Wegesrand gepflückt hat. Manchmal könnte ich schwören, ich höre ihn sogar seufzen, wenn ich durch Reggio Emilia spaziere.
Ach, mein Herzog sagte, es ist kein Geheimnis, dass mein Herz ein neues Zuhause fern der Heimat gefunden hat. Meine Seele sehnt sich nach Felicita. Das ist diese junge Dame. Und mein Begehr kennt kein Ende. Ihre Augen, ihr Haar, ich sehe mich nach einem einfachen Gruß und würde selbst für das kleinste Wort von ihr sterben. Bitte, ich flehe euch an, erlaubt mir bei ihr zu bleiben. Also ich sag mal, für dieses Begehr, was er jetzt verspürt, hat unser Alberic weniger Verständnis mit seiner Keuschheit. Wir haben es bisher immer so gemacht, dass wir in so einer Situation die begehrte Person mit in unser Gefolge auch aufgenommen haben, sie mit uns gereist ist. Und er ist sicherlich, also eigentlich würde ich aufgrund, er möchte ja seine Ruhe haben in einem möglichst kleinen Gefolge. Das heißt, bei jeder Person würde ich eigentlich davon absehen. Auf der anderen Seite, Felicita ist auch eine sehr kluge Person und vielleicht ist ihm das auch schon aufgefallen. Deswegen würde ich zwei Möglichkeiten, ich sag mal, zwei Möglichkeiten sehen. Zum einen, dass er dem Ganzen zum einen, dass er das ablehnt, vielleicht sogar mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Das wäre diese Situation 1 bis 4 und bei 5 und 6 nehmt er sie dann mit auf. Deswegen werden wir seit längerem mal wieder die Würfel befragen. Und ich würfle eine 2 und wir könnten hier dann noch auch sagen, wir haben keine Zeit für eine derart kindliche Vernarrtheit. Das trifft vielleicht so ein bisschen so. Es könnte auch sein, dass er mit seiner Keuschheit und mit seinem Verlangen nach Ruhe das als so etwas betrachtet. Und dem, auf diese Art und Weise kriegen wir ihn sogar überzeugt. Sehr schön. Der ausgetretene Pfad. Mein Tross ist nur ein Steinwurf von Prato zum Stillstand gekommen. Ich sehe, dass mein Höfling Macau abgestiegen ist und eindringlich etwas auf den Boden anstarrt. Die anderen Mitglieder des Gefolges haben sich ebenfalls um ihn herum versammelt. Er blickt auf, als ich mich nähere. Herr, hier gibt es eine Ameisenstraße. Ich bin vielleicht ein bisschen abergläubisch, doch man sollte niemals eine Ameisenstraße kreuzen. Na, wir könnten jetzt einen anderen Weg finden. Oder das ist doch Unfug. Ja, eine Ameisenstraße. Mein Gott, wir werden versuchen, diese Straße zu überqueren. Ich glaube, mit Aberglauben hat unser gebildeter Alberic es nicht so unbedingt. Und wir erweisen uns als fähiger Führer. So, bei der ganzen Reiserei habe ich hier völlig übersehen, dass diese Folge schon relativ lang geworden ist. Dementsprechend werden wir unsere Reise hier, unsere Studienreise nach Rom in die Vatikanstadt dann in der nächsten Folge fortsetzen. Ich freue mich drauf und bin gespannt, welche Lernfortschritte Alberic dann dort vor Ort machen wird. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut, euer Henri.